Auf das Spiel bin ich durch Zufall gekommen. Ich habe ein Game Gear Konvolut gekauft und da war es einfach dabei. Zuerst habe ich Woody Pop ehrlich gesagt wenig Beachtung geschenkt. Seltsamer Name und das Cover, das sieht jetzt nicht gerade aussagekräftig aus. Aber hinter solchen Titeln verbirgt sich ja manchmal durchaus eine Perle. Hier auch, was taugt Woody Pop für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Sega selbst entwickelt und natürlich auch 1991 veröffentlicht. Wie damals üblich erschien es natürlich auch auf dem Master System. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt sogar eine Hintergrundgeschichte. Die verrückte Maschine hat die Spielzeugfabrik übernommen und alle Ausgänge mit Blöcken versperrt. Da müsst ihr natürlich für Recht und Ordnung sorgen. Das Spiel ist im Kern ein Arkanoid-Klon. Das heißt, ihr habt am unteren Bildschirmrand ein Paddel. Das ist hier Woody. Das ist also ein Paddel aus Holz mit Gesicht. Okay, klingt jetzt schon einmal nicht sehr spektakulär. Mit diesem Gesichtspaddel müsst ihr dann mit Hilfe einer abprallenden Kugel Blöcke am oberen Bildschirmrand kaputt hauen. Okay, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Langweilig. Das habe ich schon tausendmal gesehen und gespielt. Aber bleibt bitte dran, denn das Spiel hat einiges über das Kernspielprinzip hinaus zu bieten. Die erste Besonderheit ist nämlich die Geschwindigkeit der Kugel. Je öfter diese nämlich an euch abprallt, desto schneller wird sie. Je länger ihr also im Level verbleibt, desto schwieriger wird es automatisch. Das ist vor allen Dingen in den Leveln schwer, die viele Blöcke haben, die mehrere Treffer brauchen. Apropos Blöcke, die sind nämlich natürlich auch variantenreich. Manche müsst ihr mehrmals treffen, damit sie verschwinden, manche geben euch Power-Ups und manche verschwinden sogar gar nicht, spucken aber dafür Gegner aus. Die können euch, also euren Gesichtspaddel, zwar nicht direkt schaden, aber lassen die Kugel natürlich teilweise überraschend und unkontrolliert abprallen. Ihr solltet also auf der Hut sein. Bei den Power-Ups bleibt das Spiel aber dem Genre relativ treu und bietet jetzt nichts großartig Neues. Ihr könnt so zum Beispiel einen Flammball bekommen, der dann einfach durch die hartnäckigen Blöcke durchfegt, oder euer Paddel wird magnetisch und so bleibt bei jedem Abpraller eure Kugel erst einmal an euch kleben. So könnt ihr die dann wieder kontrollierter ans Spiel bringen. Upgrades dieser Art erwarten euch also. Die sind zwar jetzt nicht allzu kreativ neu, aber dafür haben sich die Entwickler bei Level mehr Mühe gegeben. So fährt in der Mitte des Bildschirms auch schon einmal ein Zug herum oder es gibt ein Tor, das als Abkürzung zur oberen Bildschirmhälfte dient. Auch wenn ihr ein Level beendet habt, habt ihr sogar eine gewisse Freiheit, das nächste Level auszuwählen. Da jeder Raum meistens verschiedene Türen hat, könnt ihr dann den Ausgang auswählen. Viele solcher Kleinigkeiten erweitern einfach sinnvoll das eher angestaubte Grundspielprinzip und bringen so etwas frischen Wind hinein. Grafisch ist das Spiel durchaus ordentlich umgesetzt. Man darf systemtechnisch natürlich jetzt keine riesige Grafikpracht erwarten, aber der allgemeine Stil ist liebevoll umgesetzt und alles ist immer gut zu erkennen. Der Sound, der schneidet leider nicht ganz so gut ab. Der ist absolut nichts Besonderes, aber er stört jetzt auch nicht. Was taugt Woody Pop für den Game Gear also heute noch? Ich finde den Titel recht sympathisch. Klar, das Kerngameplay hat man gefühlt schon tausendmal gespielt. Aber es ist auch zeitlos und die Gameplay-Erweiterungen machen für mich durchaus Sinn und frischen es zumindest etwas auf. Für mich ein sehr solides Spiel und eine Empfehlung für alle, die gerne mal eine Runde Arkanoid zocken möchten. Das war der Test zu Woody Pop für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.